Hallo und willkommen zu einem neuen Projekt, und zwar zu einem Let's Play zu Star Wars Republic Commando. Wohl der einzige richtige Shooter aus dem Star Wars-Universum, lassen wir mal die Battlefront-Reihe außen vor. Hier geht es ausschließlich um Soldaten, und zwar um eine Elite-Einheit, die in den Klonkriegen antritt, um das Kriegsgeschehen zu entscheiden. Ich habe das Spiel damals vor vielen Jahren gespielt und will es jetzt einmal zur Star Wars-Special-Woche auf nerdster.tv nachholen. Und nehme euch da mal mit. Es wird so wie folgt aussehen. Jede Mission ist eine Folge. Schließen wir die Mission innerhalb von wenigen Minuten ab, ist die Folge relativ kurz. Schließen wir die Folge in vielen Minuten ab, ist die Folge dementsprechend lang. Wir starten jetzt mal ein neues Spiel und sehen uns das Intro an, werte Freunde. Willkommen, Kleiner. Heute ist Ihr erster Tag. Ihr Rufname lautet RP01-138. Wir setzen große Erwartungen in Sie. Sie wurden in schwierigen Zeiten geboren. Ein scharfer Verstand kann der Schlüssel zum Überleben sein. Aber oft werden Sie nur durch Ihre angeborenen körperlichen Talente überleben. In diesem Punkt sind sie ihren gewöhnlicheren Brüdern überlegen. Sie sind ein Kommando, eine Eliteeinheit, etwas ganz Besonderes. Ihre Waffen, ihre Rüstung und vor allem ihre Brüder. Die Aiwa unserer Welt jagen in Herden, um größere Beutetiere erlegen zu können. Auch sie werden mit drei Brüdern zusammen zu Jägern im Dienst der Republik werden. Schließen Sie sich jetzt Ihrer Truppe an. Nehmen Sie Ihr Schicksal als Ihr Anführer an. Als Delta-Leader. Delta 4.0. Ihr Fundament, ein reiner, unkomplizierter Soldat. 6-2, Herz und Seele Ihres Teams. Und 07, der erbittertste Jäger Ihrer Brüder. Sie alle sind Teil eines einzigen Wesens. Und die Republik wird von Ihnen erwarten, dass Sie sie verteidigen und wenn nötig Ihr Leben geben. Schaffen Sie die Soldaten in das Kampfschiff! Alles startbereit! Neues Kampfschiff! Okay, Gruppe B, Bewegung! Los geht's! Die Geschütze nach Achtern! Munition laden! Los, los, los! Sir, wir springen getrennt ab und stoßen am Treffpunkt auf Geonosis wieder zueinander. Bis bald, Sir! Okay, Leute, auf geht's. Wir sind also auf der Klonfabrik auf Kamino. In der Klonfabrik auf Kamino. Oh, Befehle. Ich habe mich inzwischen von den Simulatoren abgenabelt haben. Ich bin ab jetzt Ihr Berater und werde sämtliche Einsätze, die Sie erhalten, von oben überwachen, bis wir alle tot sind.
Bis wir alle tot sind. Na, großartig. Sobald Sie auf dem Boden sind, stoßen Sie zum Delta-Team vor. Delta 6-2 ist in der Nähe. Finden Sie ihn. Das ist Ihr erstes Ziel. Das Ziel für das Team bleibt. Finden Sie Sun-Hack und vernichten Sie ihn. Ich gebe Ihnen während der Mission weitere Befehle. Viel Glück, Commander. Alles klar. Mal schauen, ob jetzt... jetzt gibt es eine kleine Ladestation. Wir sind also in der Kloningfabrik auf Kamino gestartet, haben kennengelernt, dass wir eine Elite-Truppe sind und unser Team wurde uns auch vorgestellt. Jetzt sind wir getrennt voneinander abgesprungen auf Geonosis und sind direkt beim Start der Klonkriege mit dabei. Bedarf mit taktischen Informationen versorgt. Okay. Taktische Informationen erscheinen auf Ihren HUDs als holographische Projektionen. Textnachrichten werden in diesem Bereich angezeigt. Auf geht's. Ihre Befehle. Ihr Primärziel ist der geonosianische Anführer Sun-Fek. Delta Leader, Sun-Fek darf auf keinen Fall entkommen. Okay, ihr habt's gehört. Auf geht's. Fuck. Delta Leader, geht es Ihnen gut? Sie wurden getroffen. Ihre Vitaldaten sehen nicht gut aus. Heilen Sie sich mit dem Bagdad, bevor Sie weitergehen. In Ihrer Nähe ist eine Krankenstation. In der nächsten eine Krankenstation. Guck mal, da sehe ich die Krankenstation. Okay, es gibt noch Hilfestellung. Ich soll einfach hingehen und mich heilen. Ich weiß nicht. Ich glaube, wir setzen erstmal mit Tipps fort. Ich weiß nicht genau, ob das alles selbsterklärend ist, aber ich gehe mal davon aus. Ich mache trotzdem erstmal mit Tipps. Wenn uns das nervt, dann beenden wir die einfach. Leader, Ihre Vitaldaten stehen bei 100%. Sie können weitermachen. Sie sind im Schützengraben. Rückzug zum Gamma-Sektor. Rückzug! Neue Ziele wurden geladen. Gehen Sie zum abgestürzten Kampfschiff. Einsatz. Okay, Kampfdruiden sehen wir jetzt auch. Die ein bisschen dunkler aussehen als... in den Filmen. Finde ich aber nicht schlecht, dass sie auch anderes Design haben. Okay, finden Sie die Einsatzziele, Einsatzzielanzeige unten mit den... Okay, alles klar, dass da die Einsatzziele sind. Ich glaube, wir machen mal ohne Tipps Fortfahren. Das geht mir sonst alles ein bisschen auf den Senkel. Okay, Droiden kloppen. Das fand ich damals so cool, dass man dieses Visier hat, was sich reinigt. Wir brauchen einen Arzt! Dass man im Grunde in irgendeiner Art und Weise auch was von Blut mitbekommt, auch wenn es bei den Druiden natürlich eher öl ist. Sir, sie begeben sich in feindliches Gebiet, da wimmelt es von Druiden und Bugs. Okay, dann wollen wir die mal ein bisschen wegrettern. Okay, haben wir das? Brauchen wir uns heilen? Offensichtlich nicht. Gut. Nochmal hier Munition einsammeln, durchladen. Mir hat er damals, als ich den gefunden habe, den Shooter, da hat er mir richtig, richtig viel Spaß gemacht. Da fand ich den richtig cool. Weil er, finde ich, so diese Klonkriege recht stimmungsvoll rübergebracht hat. Eine Geschützstellung, die Ihnen Ärger machen könnte. Nehmen Sie die Thermalgranaten von der Munitionspalette und Granaten. Sie die Geschützstellung. Granaten zum Inventar hinzugefügt. Okay, wir haben jetzt Granaten. Ausgezeichnet. Werfen Sie die Granaten jetzt auf die Geschützstellung. Mit R können Sie Granaten werfen. Kann ich gar nicht. Mit rechter Maustaste. Das meinen Sie vielleicht mit R. Auf R mal nachladen. Oh, die gehört zu uns. Okay, weiter geht's. Wir haben jetzt hier den Weg freigesprengt. Delta Leader, 162 ist in Ihrer Nähe. Sie müssen ihn bald erreichen. Gleich haben wir schon den ersten Blut aus unserem Team gefunden. Medizin wollte nicht. Aha, da ist er. Fress Plasma, ihr dreckigen Droiden. Ja, nehmt das. Sie sind direkt hinter den Sonar. Gut, hinter dir. Ihr HUD ein, Boss. Unsere Soldaten haben keine Chance gegen die Sonargeschütze. Anführer, ich habe die Position für den Sprengsatz auf Ihrem Visor geladen. Ich weiß aber nicht so richtig, ob es überhaupt was bringt hier jetzt. Gut, ich kann es kaum erwarten. Auf das Bausymbol zeigen für Sprengen. Ich kann ja also Sprengen über anbringen. Okay, F drücken. Aha, guck mal, das ist unser Sprengmeister, den kann ich jetzt dahin befehligen. Bringen Sie einen großen oder einen kleinen Krater, Sir? Bringen Sie uns einfach rein, ohne das ganze Team in die Luft zu jagen. Okay, eine Sekunde noch. Das ist scharf. Wir sind dran, Boss. Okay, und bumm. Für
Weiter geht's. Wir haben hier schwere Geschütze. Kampfschiff Haken ist unterwegs. Komm ich hier drüber? Aha. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Luftunterstützung. Das haben sie schon ganz cool gemacht, ohne Scheiß. Ich finde das schon in Ordnung, wie die das hier, da ist mein Ziel. Wie die das umgesetzt haben. Los, Digga, komm. Ich weiß, wo unser Ziel ist. Hier ist es. Okay. Hinein ins Nest. Sie daran, Delta Leader. Ihr Primärziel ist Zanfek, aber Ihr nächstes Ziel ist es, Delta 4.0 zu finden. Okay, jetzt sind wir in einer Station der Geonosianer. Brauche ich Heilung? Ich brauche keine Heilung. Braucht man Blutheilung? Kann ich jeder hinschicken? Nee. Los! Gut, dann auf geht's. Box nähert sich! Okay, der ist gerade noch abgehauen. Delta 4.0 ist auf der anderen Seite der Tür. Sprengen Sie die Tür. Ich sage ihm, er soll sich in Sicherheit bringen. Scorch, machen Sie scharf. Brauchen Deckung. Wo könnten die denn herkommen? Können eigentlich nichts. Ich verkriege mich schon mal jeden Tag. Kann ich nicht. Weil da will ich mich nicht hinstellen. Das ist nämlich explosiv hier. Sie sind dran, Boss. Ah, nee. Er ist da. Nice. Ich klinke mich in Ihr HUD ein, Sir. So, mach einmal so ein bisschen die Models anschauen. Wenn das einer kann, dann er. Hier wird der Status und der ich weiß nicht, warum sie die so ein bisschen anders dargestellt haben. Okay. Sie das Terminal, aha. Der Fixer ist unser Hacker. Arbeit. Scorch ist unser Sprengsatz-Dude. Wir lernen unser Team kennen. Step by step. Wir sind immer noch in unserer Tutorial-Mission. Netzwerk geknackt. Los, Sicherheitsschild deaktiviert. Wir sind drin. Ah, spreng doch in die Luft. Scheiße. Na. Auf sie. Los. Nicht getroffen. Scheiße. Ah, fuck. Okay. Haben wir. Alles cool. Brauch irgendwer Energie. Hier, guck mal. Prozedur einleiten, Data. Hole Bacta, Sir. Bacta dich mal ein bisschen. Bei mir lohnt es sich noch nicht. Aha, Kampfdroidenfabrik. Sie nähern sich einer Sicherheitstür, die zum Hangar führt. Die Aktivität im Hangar weist darauf hin, dass Ihre Anwesenheit noch nicht bemerkt wurde. Wenn ihr dieses Szenario... sich in das Türsystem und öffnen unauffällig die Tür. Wenn ihr dieses Szenario aus einem anderen Blickwinkel einmal sehen wollt, dann müsst ihr Star Wars Episode 2 schauen. Roger, übrigens. Falls ihr Lust drauf habt. Spielt quasi Boss, zeitgleich. Die Nerven verlieren. Zu zumindest bestimmten Szenen aus dem Film. Von mir aus kann's losgehen, Leader. Und ich finde das halt total abgefahren, dass man einfach mal. Dass man einfach mal Soldaten spielt, ohne irgendwelche Jedi. Berater, wir haben ein paar geonosianische Jäger im Hangar gefunden. Zerstören Sie sie, damit sie nicht gegen uns eingesetzt werden können. Okay, wir sollen die Jäger zerstören. Okay, auf geht's! Ah, viel zu weit geworfen, die Granate. Alles schaffbar. Mach mal hin jetzt hier. Achso, ist schon fertig. Achtung, Granate. So viel zur Tarnung, ganz genau. Boah, die Mucke ist so geil. Leck mich am Arsch. Warte, braucht wer Heilung? Keiner braucht Heilung. Alle sind grün. Irgendwer schießt doch noch. Aha. Langsam wird es dunkel. Delta Team, schalten Sie auf Visor-Modus um. Mit X? Nice. Alter, ist das cool. Oh nein, ich habe eine Granate gebraucht. Das weiß ich schon gar nicht mehr alles. Das ist richtig cool. Das gefällt mir voll. Unterschütze.
Okay, okay, okay. Was ist hier für ein Areal? Okay, ich muss, laut meinem Missionslog muss ich hier hin. Schalten Sie den Visoabdelter, hier drin ist es sehr hell. Ja, Sir. Gut, räumen Sie jetzt mit einer Sprengladung den Weg frei. Mark am Boden. Ah, nein, ich komme immer auf meine rechte Maustaste. So viele Granaten habe ich jetzt auch nicht. Versuchen wir es mit Sprengstoff, Delta. Bin unterwegs. Brauchen Deckung. So, mach mal hin jetzt. Wir müssen hier durch. 3 Sekunden. 2, 1. Alles scharf. Big, big, bada, boom. Bewegung. Wir sind Droiden. Delta Leader, Sie haben die Verantwortung für Ihr Team. Ihre Missionsziele erreichen Sie nur, wenn Sie die richtigen Befehle erteilen. Mit den Funktionstasten könnt ihr Befehle erteilen. Und was sind die Funktionstasten? Die Geonosianer haben ihre Anwesenheit bemerkt und die höchste Alarmstufe aus... Warte, ich muss gucken, was die Funktions... Ah, da Tipps einschalten. Ja, das ist natürlich jetzt zu spät. Steuerung, Funktionstasten. Wir nutzen auch den App, bla 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 bla. Ah, da oben vielleicht vorwärts? Nee, WSD. Taktischer Visormodus wechseln. Wir werden auf Widerstand stoßen. Ich weiß nicht, was die Funktionstasten sind. Hoffentlich wird uns das noch gezeigt. Hätte ich die Tipps mal doch nicht ausgemacht. Sir, uns geht's allen gut. Ja. Dann machen wir erstmal weiter und schauen gleich mal, ob uns das noch gezeigt wird, was die Funktionstasten sind. Vielleicht werden sie ja noch aktiviert, vielleicht sind sie ja noch gar nicht verfügbar. Okay. Ich will hier einmal kurz looten, ob hier noch was ist. Aha, siehst du, Thermaldetonatoren, sehr gut. Ich erinnere mich auch, dass man dem Team irgendwie Befehle geben kann und die auch so positionieren kann. Aber schauen wir gleich mal. Okay, erstmal brüderliche Stärke, das nächste Kapitel. Moin Leute, aha. 07, verbinde mich mit Ihrem HUD, Sir. Spitzname 7, Statuskommando. Aha, guck mal, diese Infos hier hatten wir jetzt eben nicht, weil die Tipps aus waren. Wir machen jetzt trotzdem einfach ohne erste Scharfschütze. Okay. Freundest du dich mit den Einheimischen an, 7? Das war lustig. Wo ist Zanfek? Im nächsten Raum, Boss. Keine Sorge, ich habe den Jungs noch ein paar Ziele übrig gelassen. Kontrollpunkt wird gespeichert. Okay, also müssen wir jetzt den Weg da reinfinden, ja? Ist das richtig? Schießen Sie das Glas des Kontrollzentrums. Ach, das ist nur Glas. Ach so. Sunfick versucht zu fliehen. Halten Sie ihn auf. Er hat es geschafft. Delta Leader, Sunfick darf auf keinen Fall entkommen. Ah, Superkampfdroide. Superkampfdroiden. Zählen Sie auf den Gegner und drücken Sie die Taste Nutzen, um den Angriff, um anzugreifen. Lassen Sie alle die Mitglieder auf ein einziges Ziel feuern, um seine Panzerung zu durchbrechen. Detonator ist scharf! Boah, die sind echt ganz schön mächtig. Halten Sie sich ran, Dreier. Ich empfange einen Energietransfer zu Sunfix Jäger. Roger. So, kurz einmal schauen, liegt hier noch was, irgendwie was Wichtiges? Ich habe echt wenig Munition. Ich habe ganz schön dumm rumgeballert. Und wieder ein super Ziel eliminiert. Frische Munition. Oh, er hat einen Raketenwerfer. Jawohl, haben wir das? Okay, Leute. Öffnen Sie jetzt die Tür, Soldat. Ei, ei. Wie war das? Nur einmal kurz Luki-Luki machen. Deckung, Granate! Haben wir hier irgendwas Spannendes? Hallo?
Ja, Leute, ich komme. Ich war kurz einmal gucken. Außerhalb des Schilds. Delta Leader, weisen Sie 07 meine Scharfschützenposition zu. Er soll Zanfek ins Visier nehmen. Scharfschützenposition. Okay, Sie können verschiedene Objekte in der Welt als Deckung für Scharfschützen benutzen. Geeignete Objekte sind mit einem Fadenkreuz. Okay, wir machen tatsächlich doch wieder ohne Tipps. Zanfek versucht zu fliegen. Das sehe ich hier doch alles. Oh. Zanfek, die Jäger läuft schon warm. Delta, was treiben Sie da eigentlich? Erhebt ab! Jetzt hast du... Oh. Mission jetzt verloren? Oh Gott, er greift an! Jawoll! Wuhu! Ja! Ich liebe ihn noch! Ich rieche nur verbrannten Geonosianer. Naja, meine Scanner zeigen eine Explosion an. Roger, Ziel terminiert. Habt ihr das gesehen? Das sah nicht aus wie ein geonosianisches Schiff. Bestätige, keine Identifikation möglich. Scheiße, das habe ich das nicht gesehen. Machen Sie weiter, Deltas. Wir haben keine Zeit zum Jubeln, Deltas. Wie Sie bereits wissen, ist das Team von 3-6 außer Gefecht. Sie sollten eine Droidenfabrik in diesem Sektor ausschalten. Ihr Team wurde jetzt mit dieser Aufgabe betraut. Aha, toll. Direkt die nächste Mission. Wir treten den Aufzug. Ah, das war der Aufzug, wo ich war. Okay, Energie braucht keiner von uns. Weiter geht's. Los! Richtig Attentäter sind wir, richtig Attentäter-Kommando. Ist ja skandalös. Okay, starten.